Ramadamsis ist ein kluger Mann. Doch auch das wird ihm nichts nützen. Er opferte die Piraten, um mit mir zu handeln. Er glaubt sich im Vorteil, da er mehr von Verwaltung versteht. Vielleicht. Aber ich bin stärker. Sein Handel füttert uns mehr als ihn. Wenn wir es eine Weile allein schaffen könnten, dann werden wir zuschlagen. Ihm bleibt dann der Osten, wo er meinetwegen seine Pyramiden bauen kann. Und ich kann mich aufmachen nach Süden, ins Herz dieser Inselwelt. Ins Herz der Macht, aus dem der Weg wieder hinausführt, an den gelben Fluss, in die Freiheit, in den Reichtum. Ich begrüße euch wieder ganz herzlich zurück zu Die Siedler 3. Wir sind mittlerweile in der dritten Mission der asiatischen Kampagne, der Fuchs. Und unsere Aufgabe ist es mal wieder, die gesamte Insel zu erobern, also Ramadamsis zu besiegen. Und verloren haben wir natürlich, wenn unsere ganzen Gebäude zerstört wurden. Sie haben die Handelsbeziehung mit Ramadamsis RA beendet, indem sie auf eine seiner Hauptinseln gelandet sind. Er ist noch recht stark und sie sind noch recht schwach. Ändern Sie das. Okay, dann werden wir das doch mal tun. Da der Norden blockiert ist, weichen Sie nach Osten aus. Allerdings sollten Sie sich ruhig mal im Westen umschauen. Also wenn ich wirklich da siedel, da ist ja nichts im Westen. Jetzt ist halt die Frage, ob es hier wirklich eine Verbindung gibt, einen schmalen Landweg, oder wir tatsächlich hier einmal rum müssen. Aber diese Karten sind ja nicht immer so hundertprozentig korrekt, deshalb werden wir uns das doch mal direkt anschauen. Okay, das ist ja wirklich winziges Land, was wir hier haben. Ist hier direkt die Grenze? Okay. Aber hier müssen wir hin. Aber da gibt es tatsächlich also eine schmale Verbindung zu Ramadamsis. Das heißt, wir müssen diesen Übergang hier sichern. Und hier außenrum wird dann sicherlich dieser breite Weg gehen. Und wir müssen unbedingt zu diesem Gebirge dort kommen. Bauen wir einen Turm. Und ich denke, hier sollte ich vielleicht zumindest mal einen großen Turm bauen. Ich frage, ob ich das jetzt schon mache oder später. Wir gucken, ob hier irgendwas zu finden ist. Mal gucken. Vielleicht gibt es ja hier wieder Waffen, die das schon so andeuten. Nein, hier ist einfach... Doch, hier, Waffen. Sehr geil. Cool, wir haben bis jetzt in jeder Mission Waffen gefunden. Nett. Ein bisschen Eisen. Okay. Ich werde jetzt schon mal hier so ein bisschen Holz abbauen. So. Und diesen Sumpf, den brauchen wir auch. Ich habe schon wieder nicht so viele Siedler. Ja, wir müssen relativ zügig dann das Wohnhaus tatsächlich bauen. Okay. Wir sammeln uns erstmal hier. Mit dem laufe ich mal noch ein Stück. Ein bisschen Eisen, ein bisschen Kohle. Theoretisch kann man hier für einen Start beginnen. Aber... Ach, das ist auch nur so ein kleines Fleckchen. Ha, okay. Dann sind wir ja tatsächlich so ein bisschen drauf angewiesen, ne? Okay. Wir haben auch schon so ein bisschen Nahrung. Das heißt, wir können tatsächlich direkt anfangen. Na gut, meine kleinen Geologen. Dann such doch mal hier. Ich
werde mich mal weiter in diese Richtung ausbreiten. Hier ist auf jeden Fall Wald. Ich meine, hier könnte man ja schon mal eine Getreidefarm bauen. Hier hinten jetzt eher weniger. Ich denke mal, zur Verteidigung brauche ich ja trotzdem hier den Turm. Weil hier ist halt direkt wirklich schon mal Ramadamsis. Hier ist noch ein Sumpf. Und es ist größer, dieses Gebirge. Nee. Okay. Das heißt, ich muss mich mal mit den kleinen Futzeln zufrieden geben. Das heißt, ich werde jetzt aber auch hier Minen draufbauen. Weiß ich jetzt nicht, wie sinnvoll das letztlich sein wird, aber was soll man machen, ne? Denn das sieht schon wesentlich besser aus. Oh, ihr werdet da aber ewig warten, ne? Okay, er hat sich also auch hier rüber bewegt. Gehen wir da rein. Also viel kann ja eigentlich nicht sein von ihm, oder? Geht's etwa schon jetzt hier rüber? Ja, tatsächlich. Ist ja schon ein bisschen größeres Land, ne? Okay, ich muss also unbedingt zu diesen Gebirgsteilen hier. Weil ich meine, hier ist zwar auch jetzt noch Gold, das ist gut. Aber die werden wahrscheinlich nicht so ergiebig sein. Na gut, wir bauen erstmal ein mittleres Wohnhaus. Tja. Bin ich angegriffen? Aber er ist eifrig dabei. Gucken wir mal noch ein bisschen. Okay, Gold. Huch, nee. Du sollst hier gucken. Ja, ich weiß. Es ist in Arbeit, Kollegen. Kannst du erstmal noch das hier wegnehmen? Jetzt werden wir angegriffen. Oh, 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 okay. Da sind schon einige mächtige dabei. Schlecht, hier ist ein Gebirge. Das ist auch größer. Ich denke, wir sollten versuchen, daran zu kommen. Ui, ui, ui. Hier, du Kollege, läufst mal dahin. Mach doch mal bitte. Oh Gott, ihr... Oh, packt die jetzt voll, aber die Quoten sind halt nicht so gut, oder? Hier fehlen noch 6 Bretter. Das dauert jetzt ein bisschen. Aber ja, ich brauche halt die Siedler, anders geht's nicht. Gehen wir mal hier weiter. Muss den erstmal ein bisschen ausschweifen, da hier bauen lassen. Und was ich brauche, ist eine Steinbruchhütte. Ohne das sind auch ein bisschen schwierig. Wow, 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 wow. Leute. Nein. Lass doch den scheiß Geologen. Okay,
dieses Gebirge sieht ganz nett aus. Ich meine, was man natürlich machen könnte, wäre auch mit einem Priester hier einfach den Steinflug hinballern. Das ist halt der Zugang wahrscheinlich dicht. Ich weiß nicht, ob sowas eine Option ist. Kannst du mal nochmal suchen, bitte, Leute? Bevor ich da jetzt irgendwelche Minen hinsetze, sollte das schon möglichst ordentlich sein. 53er-Quote, eine 30er-Quote, das ist also beides eher bescheiden, aber ja. Ich werde als erstes meine Kohlemine hier reinbauen. Und eventuell noch eine Goldmine, geht nicht mehr, gut. So viel dazu, Freunde, das nächste. Sumpf. Mal, ob wir hier oben noch irgendwo hinkommen. Was fehlt hier? Nichts. Okay, sie kommen. Okay. Ich brauche mal bitte 5 Pioniere, die mir das erweitern. Kohle, das ist gut. So, ich brauche dringend mehr Holz. Das würde ich glatt, wenn der Turm fertig ist, dann hier aufbauen. Das geht jetzt erstmal alles hier rüber. 1, 2 Holz. Hier kommt jetzt noch was hin. Das geht ja wahrscheinlich hier rein. Und dann ist halt hier noch die Mine. Obwohl die jetzt auch erstmal nicht ganz so wichtig ist. Ich stopp das mal. Was ich dann aber schon mal baue, ist eine Getreidefarm. Beide fahren hier dann hin. So, wenn die da jetzt alle hingerannt sind, stoppen wir. Den Bau. Wo geht der Soldat hin? Ach, der platziert jetzt die. Der besetzt jetzt den Turm. Das ist gut. Fehlt noch ein Holz. Es kommt. Oh, er hat einen Spion entdeckt. Nett. Das ist schon wieder relativ wenig Platz, ne? So insgesamt. Meine Sachen wieder überall hinquetschen. Gucken, eigentlich müsste ja hier an Wasserwerk ran und so. Gucken, wenn ich das abreiße, ob ich da vielleicht hier nochmal eine Fischerhütte hinbauen kann. Und was wir halt hier bräuchten, wäre. Ja. Nein. Du. So. Das ist fertig. Das ist schön. Nee, da drauf will ich es nicht haben. Dann baue ich die hier hin.
Okay, hier muss jetzt noch mal Holzproduktion hin. Und einen Turm brauchen wir hier. Und ich brauche hier oben einen Turm. Oh Mann, ey. Sie schaufeln schon. Aber das hier, das stoppen wir auch erstmal. Der ist fertig, die kommen schon ganz gut voran. Ja, wichtiger ist dann eigentlich erstmal eigentlich auch diese Baustelle. Lass das mal. Oder macht sie halt noch fertig, okay. Aber hier oben die Sachen sind wichtiger. Und das hier. Der ist ganz schön dreist. Hier noch drei Bretter. Hier ist das Forsthaus und die Holzfällerhütte. Ach ja, ich brauche halt auch noch ein Sägewerk. Nee, nicht noch eine Fischerhütte. Das hat schon wieder mal keinen Platz dafür. Es geht dann erst hier weiter. Oh. Okay, die kommen gut voran. Frage, was man hier mal noch hinbauen soll. Also gerade... Na? Das ist schon wieder ein Spion. Sechs Holz. Das dauert ein bisschen. Wird auch die Frage, ob das jetzt zuerst hier hinter geht. Fehlt auch noch ein Stein. Ja, wird erst hier drüben gebaut. Ist vielleicht auch besser so. Schon mal hier drauf gehen. Immer noch sechs. Oh, drei. Zwei. Zwei. Sehr geil. Okay, die haben jetzt hier schon mal fast erreicht.
fehlt jetzt noch ein Brett. Ist das das vielleicht? Jawohl. Hier fehlen noch drei. Hier fehlen zwei. So, jetzt die Frage, wo das hingeht. An sich wäre der Turm jetzt fast wichtiger. Okay, das ging jetzt an diese Baustelle. Okay, das sieht ganz nett aus hier. Das hier auch. Okay, theoretisch könnte ich hier noch einen hinbauen. Oder sogar hier. Das würde ja auch nicht tangieren. Okay, und eventuell das Tille hier hin. Ja, dann könnte ich nämlich hier schon mal anfangen. Mhm.